Hallo ihr Lieben, ich bin Dana und ich begleite als Ernährungsberaterin das Slim und Fit Programm hier in eurem Active Lady in Neuwied. Ich habe euch heute 5 einfach umzusetzende Tipps mitgebracht, die euch durch Zeiten bringen sollen, die starke Veränderungen mit sich bringen. Und zwar ohne eure Ernährungsziele aus den Augen zu verlieren. Legen wir gleich los mit meinem ersten Tipp. Struktur. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr jetzt im Homeoffice seid, wenn ihr euer Alltag euch sich einfach total verändert, wenn ihr unterschiedliche Arbeitszeiten habt, wenn irgendwas in eurem Leben sich verändert, dann ist es wichtig, eine klare Tagesstruktur euch aufzubauen. Und zwar sollte die auch eure Mahlzeiten beinhalten. Wenn ihr vorher 5 Mahlzeiten am Tag gegessen habt und euch damit wohlgefühlt habt, solltet ihr das auch beibehalten. Auch zu den gewohnten Zeiten. Wenn ihr an eurem Alltag was verändern möchtet, was die Mahlzeiten betrifft, dann so, dass ihr das auch für eine Zeit lang ebenso beibehalten könnt. Dann habt ihr was, woran ihr euch festhalten könnt. Das verhindert zum einen, dass ihr in ein riesengroßes Hungerloch fallt, falls ihr lange Zeit nichts esst. Oder eben auch, dass ihr ständig zu irgendwelchen Snacks greift, die ihr nicht wahrnehmt und wodurch ihr dann oft zu viel isst. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Nehmt euch Zeit für eure Mahlzeiten. Ob nun im Büro oder Homeoffice, unterwegs oder wie auch immer. Es gilt, die Arbeit von den Pausen zu trennen. Wenn ihr euch angewöhnt, während der PC-Arbeit zum Beispiel zu snacken oder zu essen, dann wird euer Gehirn den PC mit dem Essen verbinden. Und sobald ihr am PC sitzt, habt ihr Hunger oder Lust, was zu essen. Eben auch, wenn ihr keinen körperlichen Hunger verspürt. Um das zu umgehen, ist es wichtig, sich eben nicht mit dem Essen an den Schreibtisch zu setzen, sondern an den Esstisch, um sich auf das Essen zu konzentrieren. Mit der Konzentration kommen wir schon zu meinem dritten Tipp. Achtsam essen. Das heißt, zwischendurch in den Mund geschobene Snacks nehmen wir eben kaum wahr. Und so können wir sie auch nicht genießen und essen häufig mehr, als uns gut tut. Der Körper braucht außerdem eine gewisse Zeitspanne, um Sättigung zu äußern. Dafür müssen wir ihm aber die Zeit geben, indem wir langsam und genussvoll essen. Mach dir also bewusst, wie dein Essen schmeckt, wie es riecht, wie es sich im Mund anfühlt. Und mache kurze Pausen zwischendurch, um zu überprüfen, ob du vielleicht schon satt bist. Tipp Nummer 4. Probiere öfter mal was Neues aus. Vielleicht hast du gerade etwas mehr Zeit und kannst vielleicht ein neues Rezept oder auch eine neue Zutat probieren. Vielleicht wolltest du schon immer mal einen Brotaufschnittstrich selber machen. Oder einen Smoothie probieren. Jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Punkt, und zwar der wichtigste. Nimm es leicht. Situationen, in denen viele Veränderungen stattfinden, sind für uns immer neu und verunsichern uns. Manchmal haben wir auch Angst. Du hast vielleicht mal gesündigt, weil dir einfach mal danach war. Die Schokolade am Abend hätte eigentlich nicht sein sollen. Pizza bestellt, weil keine Lust zum Kochen. Sowas passiert jedem. Das ist ganz normal. Und es ist völlig egal. Denn rückgängig kannst du es jetzt im Moment eh nicht mehr machen, wenn es schon passiert ist. Nimm es hin, mach einen Haken dran und nimm es als gegeben hin und starte wieder neu.
Perfekt will eh keiner sein, das ist viel zu langweilig. Also verzage nicht und starte wieder durch, und zwar jetzt. Das waren meine 5 Tipps für Zeiten der Veränderung. Vielleicht hast du ja Lust bekommen und meldest dich bald zu unserem kostenlosen Infotermin für das neue Slim und Fit Programm an. Bis bald, eure Dana.